Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal. Und zwar werde ich heute eine Partie 2 plus 1 spielen, wieder ein kleines Video. Das sind jetzt ein paar kleine Videos und wie gesagt schon, es wird eine neue, coole Staffel geben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Vielleicht spielen wir auch 2 Partien oder noch ein bisschen Taktik. Und ja, dann legen wir mal los. Okay, Französisch, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weswegen ich jetzt auch nicht viel markieren kann oder dazu sagen kann, aber das kennt man ja schon eigentlich von Bullet-Spielern. Ich bin nicht so schnell mit der Maus, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich hoffe, da es ein bisschen Zeitbonus gibt, kriege ich das auch noch hin. Ja, den nehme ich extra nicht, sonst hätte er hier ein freies Feld, wobei er jetzt auch eh mit dem Bauern vorbrecht. Ich hoffe, das geht gut. Jetzt muss ich meinen Springer wahrscheinlich eh gleich wegziehen, so wie es aussieht. Ist alles nicht so cool. Und okay, er spielt einen anderen Zug. Von mir aus kann er den gerne machen. Wenn er hier schlägt, ja, schlage ich einfach zurück mit dem Bauern. Ich weiß nicht, ob mit der Dame jetzt besser gewesen wäre, aber ich muss mich jetzt beeilen, um einen eigenen Angriff zu starten. Und das sieht hier schon mal wieder sehr schlecht aus, muss ich sagen. Ja, also es wird jetzt hier das Schach kommen, denke ich. Und dann muss ich hier hin. Oder dahin. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich gehe lieber hier hin. Wobei, ich weiß es nicht, vielleicht kommt das Schach ja auch gar nicht. Bei der Zeit liege ich eigentlich gerade ganz gut. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie doch voll viel rede. Und ich schlage erstmal da. Erst einmal da schlagen und jetzt greife ich an. Ich mache mir aber nicht so viele Gedanken, um ehrlich zu sein, dabei. Ich spiele jetzt den, ich weiß nicht warum, denn jetzt kommt der. Jetzt werde ich hier schon in die Enge getrieben. Mein Plan war eigentlich, hier den Turm zu haben, der dann hier hinzieht und ich dann hier mit dem Läufer die Dame fesseln könnte. Aber es kommt ja gerade eh alles anders. Okay, das ist zum Glück noch nicht so schlimm, hoffentlich. Ich kann ja noch so nehmen. Dann eben mit der Dame wahrscheinlich. Aber, oh, jetzt drohe ich hier den, um die Dame zu fesseln. Aber so weit kommt es gar nicht. So weit lässt er mich gar nicht kommen. Das ist aber gemein. Komm schon. Lass es doch zu. Lass es doch zu. Ja, anscheinend nicht. Also, jetzt droht er hier schon matt. Gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, ob der funktioniert. Nee, jetzt kommt Nummer 1 und mein Turm ist weg. Das ist alles sehr ärgerlich. Komisch vor allem. Hätte nicht so kommen müssen. Hätte ich viel besser spielen können. Viel, viel besser. Aber nun gut. Jetzt ist es nun mal so. Auch wieder nicht richtig aufgepasst. Ich glaube, ich mache mir auch ein bisschen zu viel Stress wegen der Zeit. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber er hat nur noch 22 Sekunden. Das Problem ist, dass man Zeit dazu kriegt und er anscheinend schnell spielen kann. Oh, kann jetzt auch geschlagen werden. Aber macht er gar nicht. Hält er gar nicht mal für nötig. Ist natürlich ein guter Zug. Oh. Oh. Was war denn das? Ja, da muss ich gerade sagen. Nur eine Frage der Zeit. Boah, nee, ne?
macht er jetzt nicht wirklich so. Gib doch das Mat. Jetzt aber. Also noch ist kein Mathe nice, aber. Achso, ich habe noch Bauern. Scheiße. Ist das jetzt Matt? Nee. Kann noch dahin. Ja, jetzt aber. Ja, wieder ein ganz kurzes Video, aber ich glaube, ich mache noch kurz ein bisschen Taktik. Und zwar gehe ich mal wieder hier auf eine neue Partie. Und wenn ihr wollt, dass ich auch mal ein Turnier spiele und aufnehme, gerne in die Kommentare. Und jetzt gucken wir uns mal die an. Ich habe die heute auch noch nicht gesehen, die Aufgabe des Tages. Und überlegen mal zusammen, was da die Lösung sein könnte. Sieht ziemlich schwer aus eigentlich, aber man weiß ja nie. Für mich sieht eigentlich der Zug ziemlich richtig aus. Da wir ja auch noch diesen Läufer hier haben, mit dem wir jetzt. Okay, das war eine ziemlich leichte Aufgabe eigentlich. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wie wir das machen. Ganz einfach hier das Schach, oder? Auch eine schöne und einfache Aufgabe. Und komm, eine geht noch. Nur die Frage ist, welches ist die Lösung? Ich spiele es mal ganz schnell. Nee. Gut, vielleicht auch nicht so schnell spielen. Der? Und jetzt. Welchen jetzt? Achso, Springer hängt. Ja, okay, das war so viel dazu. Und ich glaube, das ist das letzte Video für heute. Und ich habe mir gerade überlegt, dass ich sage, was meine neue Idee ist und euch um Hilfe bitte. Denn schreibt bitte in die Kommentare, ob es erlaubt ist, urheberrechtlich, dass ich Bilder zum Beispiel von Wikipedia oder so screenshotte, dann einfüge, denn ich wollte Videos machen, eine neue Reihe mit Top 5, also Top 5 der besten deutschen YouTuber, der besten Schachspieler aller Zeiten. Dann wollte ich auch eine PowerPoint und alles machen und so. Und da wollte ich dann halt Bilder einblenden oder zeigen. Und schreibt mal, ob das erlaubt ist oder unter welchen Bedingungen das erlaubt ist. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage,